wie du als älterer Mann die Aufmerksamkeit einer jüngeren Frau bekommst. Vermeide diese 13 dummen Fehler. Hey, ich bin's Julia von Herozone und schlage vor, wir fangen gleich an. Fehler Nummer 1. Auf jung machen. Es gibt viele jüngere Frauen, die stehen ganz bewusst auf ältere Männer. Also solltest du dein Alter eher noch betonen, aber mit Stil natürlich. Ein gutes Beispiel dafür ist Kleidung. Wenn du älter bist und im Etadis-Shirt rumrennst und mit Baseball-Cap, dann ist das eher peinlich, weil die meisten Männer versuchen, damit auf jung zu machen. Dabei kannst du mit guter Kleidung als älterer Mann echt stilvoll und sexy aussehen. Mit Hemd sieht man zum Beispiel besser aus als ohne. Und ein gut geschnittener Anzug kann im richtigen Setting echt was hermachen. Du zeigst damit der Frau, dass du auf dich achtest und dass du zu deinem Alter stehst und dass du nicht auf jung machen willst. Da gibt's ja manche Männer, die sehen mit 40 aus, kleiden sich wie ein 20-Jähriger. Und wenn jetzt eine Frau wirklich auf ältere, weise Männer und deren Erfahrung steht, dann kann sie damit gar nichts anfangen, weil du stehst nicht zu deinem Alter. Was ist los? Also dann wird sie dich aussieben, wenn sie auf ältere Männer steht. Fehler 2. Mit deinen Besitztümern prahlen. Boah, also das finden Frauen echt abtörnend. Es ist viel cooler, wenn du understatementmäßig unterwegs bist. Das bedeutet, wenn du vielleicht tatsächlich Porsche fährst, dann wird der Moment kommen, wo sie herausfindet, dass du Porsche fährst. Aber ihr das unter die Nase zu reiben à la, boah, letzte Woche habe ich mir einen Porsche gekauft. So geil. Ich bin so ein geiler Hengst. Das ist peinlich und ist total abtörnend für die Frau. Also damit kannst du sie nicht fangen. Wenn du schöne Sachen hast, dann spiel das eher runter. Ach, das Auto ist auch schon 3 Jahre alt. Tatsächlich fahre ich es nur, weil ich es von meinem Opa geerbt habe. Oder weil es ein Jugendtraum von mir ist, einen Porsche zu fahren. Oder wenn du eine teure Uhr trägst, dann blinkel damit nicht herum, sondern trag sie, als hättest du eine Casio am Handgelenk. Ja, Fehler Nummer 3. Die Frau nicht einladen. Mädels finden es sexy, wenn sie eingeladen werden. Das bedeutet, wenn du sie einlädst, ohne dabei irgendwelche Hintergedanken zu haben. Also, wenn du einfach ohne Hintergedanken das machst, also zum Beispiel nicht, ich zahle dir jetzt dieses teure 5-Gang-Menü, aber dafür bläst du mir dann ein. Das ist nicht sexy und das macht eure Beziehung unfrei und beschwerlich. Das spürt man dann. Und wenn du mit einer jüngeren Frau in einer Beziehung bist und ihr deine Großzügigkeit zeigen willst, dann geh doch mit ihr in einen Laden und lass sie sich was Nettes aussuchen. Und zwar in einer Preisklasse, wo sie sich beschenkt und nicht gekauft fühlt. Das heißt, du hast die Einstellung, du schenkst ihr was, ohne dafür eine Gegenleistung einzufordern. Und das macht die Beziehung frei, weil die Gegenleistung von ihr sozusagen, also das, was sie dir dann zurückschenkt, das kommt eh, wenn sie dich gut findet. Fehler Nummer 4. Nicht aufgeschlossen für ihre Welt sein und generell zu verkrampft sein. Also wenn du eine jüngere Frau datest, dann darfst du aufgeschlossen dafür sein, ihre Welt kennenzulernen. Und du musst es aushalten können, dass sie dich auslacht. Also wenn du zum Beispiel mit der Frau irgendwas unternimmst, was du gar nicht checkst, dann ist es auch erfrischend, wenn sie sich dir mal überlegen fühlen kann. Weil eine Beziehung lebt vom Spiel der Polarität. Wenn sie dich zum Beispiel mit zum Tanzen in die Disco nimmt, dann ist das ein riesiger Beweis dafür, dass sie ihr Leben für dich öffnet und du ihr nicht peinlich bist. Und dann ist es vielleicht ganz gut, sie vorher zu fragen, was muss ich beachten, wenn wir da hingehen, oder was muss ich tun, um nicht in möglichst viele Fettnäpfchen zu treten. Also das bedeutet, frag sie einfach nach den unausgesprochenen Regeln. Vielleicht sagt sie dir dann, häng nicht den ganzen Tag an mir, sondern gib mir Freiraum oder tanz nicht den Roboter oder tanz ich so, als würdest du eine Pizza backen oder zieh bitte nicht kurze Hosen und Sandalen an, was weiß ich. Es ist wichtig, dass ihr darüber redet. Fehler Nummer 5. Nicht zu deinen Hobbys stehen. Für eine junge Frau ist erstmal alles sexy, was jemand mit Begeisterung macht. Zumindest ist eine Neugier von ihrer Seite dafür da.
Angenommen, du bist Jäger und die junge Frau, die du aufs Korn genommen hast, ist militante Veganerin. Und da kenne ich sogar ein paar, da ist es genauso. Er ist so ein konservativer Jäger und sie eine spirituelle Veganerin. Dann würdest du dich selber verleugnen, wenn du behaupten würdest, dass du es auch ganz schrecklich findest, Bambis zu töten. Dann könntest du dazu stehen, dass du Jäger bist. Einfach dazu stehen. Weil das wird sie eh rausfinden. Später dann, wenn sie die Hirschgeweih über dein Bett hängen sieht. Oder die Knarre irgendwo rumliegen sieht. Also verleugne dich nicht, sondern nimm sie mit zu deinem Hobby. Zeige ihr alles drumherum. Zeige ihr, was das für dich bedeutet. Das Pärchen, was ich kenne, da ist sie tatsächlich mit ihm auf den Jägersitz gegangen und er hat sogar was geschossen. Und für sie war das in Ordnung. Also, sie fand es die Ruhe im Wald nachts sehr angenehm und hat es total genossen, mit auf dieses Abenteuer genommen zu werden, obwohl sie Veganerin ist und es ja absolut grausam findet. Und trotzdem hat er sie von seiner Begeisterung überzeugen können. Ja, sie hat Verständnis dafür. Und wenn sie dich kritisiert, dann streit nicht darum, sondern zeig ihr einfach deine Welt. Ja, es ist in Ordnung. Du darfst so sein, wie du bist. Sag vielleicht, ja, ich verstehe das, warum du es so siehst. Und ich zeig dir jetzt mal, wieso das in meiner Welt so ist. Weil jede junge Frau ist neugierig, einen neuen Mann und damit eine neue Welt kennenzulernen. Und das Fremde hat immer auch was Erotisches. Also steh zu deinen Hobbys, aber verlang nichts von ihr. Ja. Fehler Nummer 6. Engstirnig und festgefahren zu sein. Mit dem Älterwerden haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder unsere Welt weitet sich oder sie verengt sich. Ein Mann mit einer erweiterten Weltsicht ist sexy. Ein Mann mit einer engen Weltsicht ist es nicht. Gerade junge Frauen sind oft sehr fanatisch, wenn es um bestimmte Weltanschauungen geht. Deswegen braucht sie einen Mann, dessen Herz und Welt groß genug ist, wo das auch Platz haben darf. Also wenn dich deine neue junge Freundin dazu überreden will, Warnschilder von freilaufenden Kaninchen auf einer bestimmten Straße aufzuhängen, dann besorg die Kartons und die Farben und das Befestigungsmaterial, statt mit ihr darüber zu diskutieren, dass es sowieso nichts bringt und unnötig ist. Wenn du sowas mitmachst, dann bist du cool und offen und ein kleines Abenteuer schadet ja auch nie, oder? Weißt du, mit einer jüngeren Frau zusammen zu sein, das ist total sexy. Aber sie muss auch irgendwas davon haben, mit dir zusammen zu sein. Ein Mann mit Status hat ein weites Bild, eine weite Sicht. Ein ranghoher Mann lässt sich von seiner Freundin nicht so schnell aus der Ruhe bringen, sondern er sagt eher, okay, warum nicht? Fehler Nummer 7. Nicht aus der Masse herausstechen. Wenn du ein Mann von hohem Status bist, dann kleidest du dich auch irgendwie anders. Man darf sich auch irgendeine Verrücktheit leisten. Irgendwas, woran die Frau sieht, dass du ein bisschen nonkonformistisch bist. Irgendwas, was einen rebellischen Touch hat. Irgendwas Unerwartetes. Vielleicht ist es ein Tattoo oder ein Ohrring oder bunte Socken oder bestimmte Merkmale in deiner Wohnung. Es ist irgendwas Cooles, das aber nicht anbiedernd jugendlich ist, sondern was einfach zeitlos cool ist und dich aus der Masse heraus stechen lässt. Fehler Nummer 8. Die ganze Zeit über dich reden. Bekomm ein Gefühl dafür, wann das Mädchen auch wirklich interessiert ist an dem, was du erzählst und wann nicht. Vielleicht hast du in deinem Leben viele Abenteuer erlebt und hast die Gabe, Geschichten zu erzählen, die andere sofort an deine Lippen fesseln. Wenn nicht, dann lass lieber die Frau über sich reden. Und es geht auch nicht darum, die Frau zu interviewen mit irgendwelchen Staccato-Fragen, wie, und wie geht es dir an der Uni? Bist du schon lange dort? Gibt es dort einen guten Supermarkt in der Nähe? Wo hast du dein Kleid gekauft? Was ist dein Lieblingsfilm? Wann ist die neue Prüfung? Solche Interviewfragen sind total abtörnend. Und wenn du die Kunst, ein gutes Gespräch zu führen, nicht beherrschst, dann solltest du sie erlernen. Ganz wichtig. Dazu später in diesem Video noch ein besonderer Tipp. Schau, es gibt kein Thema auf der Welt, das für eine Frau so interessant ist wie sie selbst. Wenn du gut zuhörst und ihr das Gefühl gibst, gut zuzuhören und sie in allem, was sie sagt, völlig ernst nimmst, dann gibst du ihr wieder einen guten Grund, mit einem älteren Mann zusammen zu sein. Weil jüngere Männer sind oft keine so guten Zuhörer, weil sie schwanzgesteuert sind und weil sie ziemlich ego-gesteuert sind oder bedürftig sind und auch mal erzählen wollen.
Oder sie glauben, sie müssten die Zeit, die sie mit dem Mädel verbringen, zu nutzen, um ihr zu erzählen, wie toll sie sind. Oder sie müssten die Zeit, die sie haben, mit ihr nutzen, um das nachzumachen, was sie in den Pornos sehen, womit sie aufgewachsen sind, ja. Ein älterer Mann, der hat eine ganz andere Einstellung zu Sex und zu Erotik als die jüngeren Männer. Also man kann so sagen, ab so 35, 40 merkt man richtig, wie die Männer anders ticken. Also die, wirklich die Älteren, die sind ruhiger und die sind ganz anders aufgewachsen. Da ist diese Pornoindustrie schon auch präsent, aber nicht in diesem Maße präsent wie bei diesen jüngeren Menschen, die wirklich schon seit ihrer Jugend damit aufgewachsen sind. Es ist mir ganz arg aufgefallen. Und das, dieses bisschen Oldschool-mäßige, natürliche, das mögen die Frauen. Das mögen sie total, weil das macht dich ja auch wieder besonders. Das zieht sie an, weil das hat sie nicht. Fehler Nummer 9. Nicht zu dem stehen, was du willst. Oder es dir nicht einzugestehen. Erotische Spannung lebt von der Unausgesprochenheit der Intention. Das heißt aber auch, dass du die erotische Komponente nicht verleugnen darfst. Die darf einfach auch mitschwingen. Aber sie darf die Begegnung nicht beherrschen. Weil sonst ist es plump und eine billige Anmache. Und davon hat sie schon genug. Es geht darum, es in diesem Spannungsraum zu belassen, ohne aber die Bedürftigkeit zu zeigen, dass diese Spannung sofort erlöst werden muss. Sondern diese Spannung darf in kleinen Schritten eskalieren. Und wenn man merkt, dass man zu weit gegangen ist, dann geht man eben wieder einen Schritt zurück, ohne verletzt oder beleidigt zu sein, weil sie vielleicht noch nicht so weit ist. Sondern man sieht es einfach als Teil des Spiels. Du hast ja nicht eilig. Und das traut die jüngere Frau dem älteren Mann zu. Deshalb, wenn du das liefern kannst, dann hast du da auch schon mal Pluspunkte. Fehler Nummer 10. Sie nicht wie eine Frau behandeln. Behandle sie auf Augenhöhe, nicht von oben herab. Also was gar nicht geht, ist, wenn ein Mann die ganze Zeit auf weißer Gandalf macht und ständig ihre eigenen Ansichten entwertet, weil die Frau seiner Meinung nach keine Lebenserfahrung hat und er sie ständig belehren will. Also furchtbar, da wird sie eher das Weite suchen, als das Gespräch mit dir zu suchen. Fehler Nummer 11. An Orten jüngere Frauen kennenlernen, wo du keinen Status hast oder deine Vorteile und Stärken nicht ausspielen kannst. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel auf eine Uniparty zu gehen und dann dort bemüht, zu irgendeinem Song zu tanzen, der dir gar nicht gefällt, nur um irgendwelche jungen Frauen damit zu beeindrucken, wie hip du bist. Besser wäre es zum Beispiel, in einem Buchladen zu gehen, wenn du an Literatur interessiert bist zum Beispiel, und dort vielleicht ganz nebenbei mit einer Frau ins Gespräch zu kommen. Du musst an Orte gehen, wo du deine Trümpfe ausspielen kannst, die du als älterer, weiser Herr mit Lebenserfahrung hast. Fehler Nummer 12. Kleinlich sein. Für eine Frau ist Großzügigkeit genauso sexy wie für einen Mann. Wenn eine Frau so großzügig ist, dich mit ihrem Duft, ihrer Präsenz, ihrem Strahlen zu beglücken, dann schenkt sie dir ja was. Dann ist es einfach richtig und großzügig, sie einzuladen. Und dieses Flair von "ich lade dich ein" auch zu verbreiten. Eine getrennte Rechnung ist für eine Frau nicht sexy. Nicht sexy, gar nicht sexy. Das macht sie mit ihrem besten Freund. Damit macht sie klar, nee, ich will nichts von dir. Eine Frau achtet auch sehr darauf, wie viel Trinkgeld du gibst. Also ich war einmal auf einem Date und der Typ hat nur für sich gezahlt, für mich nicht. Und die Bedienung hat es aber auch gar nicht gecheckt. Also die hat es, ich musste da nichts mehr zahlen, weil sie dachte, der hätte eh alles gezahlt, aber hat er nicht. Das heißt, es gehört wirklich schon zum guten Ton, auch für diese Bedienung, dass du als Mann zahlst. Naja, auf alle Fälle habe ich diesen Typ dann nie wieder gesehen. Wenn du kleinlich bist beim Trinkgeld geben, dann merkt sie, dass du wahrscheinlich auch in anderen Dingen kleinlich bist. Aber wenn du zu klotzig bist, dann ist es auch unpassend. Sei einfach großzügig, auch mit Komplimenten. Eine Frau findet es zum Beispiel sexy, wenn du das Personal, das euch beim Date bedient, ganz höflich behandelst. Und wenn irgendwas nicht stimmt mit dem Essen oder so, dass du damit großzügig bist und nicht an allem rummotzt oder weil da jetzt eine Gräte im Fisch ist, das als Anlass dafür nimmst, über dieses Restaurant zu schimpfen. Unsexy. Total unsexy.
total unsexy. Das Gegenteil von Großzügigkeit ist Armseligkeit. Ne? Schau, es kommt nicht darauf an, wie viel Kohle du hast, sondern es geht darum, dass du eine großzügige Haltung hast im Leben. Das finden junge Frauen sexy und das ist genau das, was die alten, weisen Gurus uns lehren. Großzügigkeit. Immer Großzügigkeit. Ist gut, das macht dich auch selber glücklich. Fehler Nummer 13. Dich schlecht, klein und ungepflegt sein. Man hat als Mann viele Möglichkeiten, aus der Menge herauszustechen. Zum Beispiel kann man mit seinem Bartwuchs ein bisschen spielen. Damit kann man demonstrieren, dass man sich pflegt. Alles, was du tust, musst du pflegen. Was sich eine Frau denkt, na, wenn der schon so ungepflegt ist, wie soll sich der dann um mich kümmern? Dazu gehört auch gepflegte Kleidung, gepflegte Schuhe und dass du Deo benutzt. Es gibt ja viele Männer, die ganz so im Natur-Hippie-Modus sind, die sagen, nee, ich brauche kein Deo, Pheromone und so. Aber benutz lieber Deo. Lieber auf Nummer sicher, ja. Würde ich sagen. Ist ganz wichtig. Und jetzt noch eine wichtige Sache. Wir haben vorher gesagt, wie wichtig es ist, ein gutes Gespräch führen zu können. Ich habe dazu vor kurzer Zeit ein Video gemacht, wo ich dir genau dazu 3 Geheimtipps gebe, mit denen du Frauen fesselst und begeisterst. Du findest dazu den Link unter diesem Video. Bevor du es dir anschaust, lass mich in den Kommentaren wissen, ob du noch einen weiteren Fehler kennst, den ältere Männer bei jüngeren Frauen machen. Bis bald! Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen.